So. Wie soll denn das hier funktionieren? Ehrlich, ey. Das hier hinter, komm. Funktioniert nicht, da wirst du zerschnetzelt. Wenn du hochfliegst, wirst du zerschnetzelt. Wenn du nach rechts fliegst, kriegst du den Elektroschock ab. Keine Chance. Er guckt durch, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht doch funktioniert. Ja, klar, da. Er ist in den Himmel gefahren. Ja, also ich muss ehrlich zugeben, dass hier der Frustfaktor gerade ziemlich hoch ist. Also, das ist jetzt gerade sehr frustrierend, weil ich auch nicht weiß, was ich machen muss. Und ich sag mal so, ich habe ja auch keinen Bock, permanent zerschnetzelt und ja, nee, also man hört es mir wahrscheinlich jetzt auch gerade in der Stimme ein bisschen an, aber ich bin gerade ein bisschen angefressen. Gebe ich gerne zu. Gibt's hier irgendwas, was... Ja, Junge. Ist auch nicht schön. Schon. Na endlich. Slow Motion. Passiert. Nein, nicht umfallen. Sind wir wieder am Anfang? Wir leben noch. Das ist schon mal gut. Aber ist das nicht wieder der Anfang? Nee, nee, das ist anders. Hier ist diesmal hinten nichts. Okay. So, und schon ist meine ganze Wut verflogen. Was kommt jetzt? Wir sind jedenfalls wieder im Wald. Da ist sie doch. Okay. Das war's. Das Spiel ist vorbei.
Ein sehr unspektakuläres Ende. Gott, Mensch. Ja, das war das Spiel Limbo. Du weißt eigentlich, Special Thanks, du weißt eigentlich gar nicht so wirklich, was du machst. Also hätte ich jetzt wirklich nicht diesen einen Satz gelesen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ey, wir können die Kapitel laden. Neues Spiel starten, Menü. Der Abspann, klar, ist auch schon rum. Ja. Also, ich drücke mal kurz den Leger beiseite. Nein, ich lege mal kurz den Drücker beiseite. Wie gesagt, im PlayStation Store gibt es einen Satz dazu und da wird kurz erwähnt, dass ein Junge seine Schwester sucht im Limbo. Aber wir wissen nicht, was Daddy das Limbo ist oder wer wir sind, wo wir herkommen und gehen wir mal von der Situation aus, dass wir diesen Satz nicht gelesen hätten. Dann läufst du eigentlich die ganze Zeit als Junge durch diese Welt und weißt nicht, was du machst. Außer sterben, in unserem Fall. Also, ich bin sehr begeistert von diesem Spiel, kann ich nur empfehlen, dass es auch mal selber spielt. Dann würde mich echt interessieren, wie oft ihr umkommt. Ich will nicht wissen, wie oft wir gestorben sind jetzt. Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Und diese Atmosphäre finde ich großartig. Dieses ganze Setting, das ganze Feeling. Ja. Ein schönes, kurzes, aber in meinen Augen sehr geniales Spiel. Und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mich auf diesem kleinen, kurzen Abenteuer begleitet habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hier gerade schaut. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Okir, und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei einem neuen Projekt. Bis dahin, haltet die Ohren steif.